Hallo zu dem heutigen Video. Heute haben wir mal ein bisschen kontroverses Thema, und zwar ist der Titel: Was kostet mich eine Thai-Freundin? Und damit viel Spaß bei dem Video. Ich hatte es ja in dem letzten Video schon mal angesprochen, und zwar was die Barfrauen betrifft, ne? Das war ganz kurz das Thema in dem letzten Video, aber darum soll es heute natürlich nicht gehen, sondern was kostet mich hier eine thailändische Freundin pro Monat? Das letzte Video, das verlinke ich euch mal hier oben, das könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen, ist mit Sicherheit auch sehr interessant. Viele thailändische Frauen wollen Männer aus den westlichen Ländern, also Europa, Amerika, Australien vielleicht noch. Das liegt einfach daran, dass die thailändischen Frauen sagen, dass die westlichen Männer eher verantwortungsbewusster sind, sie eben besser behandeln und eben auch zuvorkommender sind. Angeblich sind das 60% der thailändischen Männer eben nicht, und deswegen wird viel oder von vielen Frauen eben der Fokus auf Männer aus den westlichen Ländern gelegt. Aus diesem Grund stellen sich sehr, sehr viele thailändische Frauen eben einen westlichen Partner vor und nicht eben einen thailändischen. Aber man muss auch dazu sagen, dass dabei Geld auch natürlich eine große Rolle spielt. Die meisten thailändischen Frauen haben aber meiner Meinung nach eine falsche Vorstellung davon, wie viel Geld man als westlicher Mann eben wirklich hat, und denken, naja, so der Reichtum in Anführungsstrichen ist da unermesslich, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Einige von den thailändischen Frauen gehen davon aus, naja, er ist ja mit dem Flugzeug hier nach Thailand gekommen, also muss er ja auch einen Haufen Geld haben. Das war jetzt eben natürlich ein bisschen überspitzt gesagt. Ich hoffe, dass das auch jeder so verstanden hat. Aber trotzdem freue ich mich natürlich auf die Kommentare hier unter diesem Video. Also tut euch da keinen Zwang an. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Weil was ich hier sage, ist natürlich meine persönliche Meinung. Es kann natürlich auch immer sein, dass nicht alles richtig ist. Ja, es ist natürlich kein Geheimnis, dass die thailändischen Frauen hier finanziert werden möchten. Und zwar hängt das natürlich von verschiedenen Faktoren ab, die natürlich auch mit dem thailändischen Staat so zusammenhängen, weil irgendwelche sozialen Absicherungen hier gibt es entweder gar nicht oder wirklich nur in einem ganz, ganz kleinen Rahmen. Dass die Frauen hier finanziert werden möchten, das hängt auch so ein bisschen mit dem klassischen Denken hier in Thailand noch mit zusammen. Also vielerorts wird eben gedacht, der Mann geht arbeiten, bringt das Geld für die Familie, die Frau ist zu Hause und kümmert sich um die Familie und die Kinder. Da muss man dann allerdings auch sagen, wenn man erstmal eine thailändische Frau für sich gewonnen hat, dann tut sie auch wirklich alles, um eben die Beziehung oder die Familie zusammenzuhalten, und strengt sich da in Anführungsstrichen auch wirklich an und erledigt wirklich sehr viele Sachen und auch sämtliche Aufgaben. Und ist dann natürlich stets loyal gegenüber von ihrem Mann. Ein weiterer Grund, warum die thailändische Frau hier finanziell unterstützt werden möchte, hängt auch damit zusammen, dass die Generationen hier etwas anders sind als bei uns. Das heißt also, wie ich eben schon gesagt habe, von dem Staat gibt es eigentlich wenig soziale Unterstützung oder soziale Hilfe in Geldbelangen. So ist es natürlich auch hier bei der Rente. Das heißt also, hier in Thailand ist es ganz oft so, dass die Kinder eben auch die Eltern unterstützen müssen, weil die Rente von den Eltern eben hin und her nicht reicht. Wenn ihr also einer Frau hier in Thailand Geld bezahlt, dann verwendet sie nicht das ganze Geld nur allein für sich selbst. Man muss sich wirklich darüber im Klaren sein, dass den meisten Frauen hier auch nichts anderes übrig bleibt, als eben irgendwo finanzielle Unterstützung zu suchen. Das ist einfach so, und deswegen sollte einen das auch nicht wundern. Ich weiß, dass es natürlich nicht immer so ist. Das hatten auch viele Leute schon in die Kommentare von dem letzten Video geschrieben. Das trifft natürlich nicht auf jeden zu, das ist ganz klar, aber ich würde behaupten, dass das die Masse auf jeden Fall ist. Ja, und das sagen die Frauen natürlich auch selber, dass es eigentlich so eine relativ normale Sache ist, dass die Frau, ob das jetzt Ehefrau ist oder Freundin, eben Geld von ihrem Ehemann jeden Monat bekommt. Wenn die Frau natürlich selbst arbeiten sollte, hier in Thailand also einen Job hat, dann ist es vielerorts eben so, dass sie dann auch relativ wenig Zeit hat,
sich mit euch zu treffen oder mit euch mehr Zeit zu verbringen. Weil hier in Thailand ist es nämlich so üblich, dass hier von morgens bis spät in den Abend oder in die Nacht gearbeitet wird. Also so ein 10-12 Stunden Tag ist also für viele Leute keine Seltenheit hier. Außer sie arbeitet bei einer der großen Firmen wie zum Beispiel Bixi, Lotus oder eben ja vielleicht bei einer Bank. Da sind die Arbeitszeiten natürlich etwas anders. Arbeitet sie allerdings in der Dienstleistungsbranche, das heißt alles was mit Touristen zu tun hat, in kleineren Läden, Massagesalons und so weiter, was es dort eben alles gibt, dann sind die Arbeitszeiten da schon wirklich extrem und dann wird die Zeit natürlich auch knapp, die sie mit euch verbringen kann. So, jetzt kommen wir nämlich schon mal zum Kernproblem von der ganzen Sache. Und zwar, wenn die Frau in einer von diesen Branchen arbeitet, also etwas mit Tourismus, Restaurant, Massage, was ich eben schon gesagt habe, dann wird die Zeit natürlich wirklich knapp. Und dann muss sie sich früher oder später entscheiden, ob sie den Job vielleicht aufgibt oder nicht, um eben mehr Zeit mit euch verbringen zu können. Ja, und dann ist es natürlich so, dass du den Lohn eben bezahlen musst, den sie vorher verdient hat, damit sie weiterhin ihren Verpflichtungen eben nachkommen kann. Ja, also die Frage ist immer, arbeitet sie in einer von dieser Branchen, die wirklich jeden Tag 10-12 Stunden arbeiten, somit bleibt für euch keine Zeit mehr, oder reduziert sie das oder hört vielleicht ganz auf, um eben mehr Zeit mit euch zu verbringen? Das ist dann eben die Frage, ne? Wenn das so sein sollte, dann ist es eben so, dass ihr natürlich für diese Sachen eben dann aufkommen müsst. Nichtsdestotrotz, bei vielen Frauen ist so der Grundgedanke hier für diese finanzielle Unterstützung. Selbst wenn sie nicht aufhören sollte zu arbeiten, wird es früher oder später so sein, dass sie euch auf jeden Fall nach Geld fragt oder über eine monatliche Unterstützung. Ja, und dann muss natürlich jeder sehen, wie er selbst damit umgeht, ob das für denjenigen okay ist oder eben nicht. Das ist natürlich von jedem unterschiedlich, die Entscheidung. Aber auf jeden Fall muss da eine Entscheidung getroffen werden dann irgendwann. Die Höhe von der monatlichen Unterstützung variiert natürlich relativ stark. Ne? Das hängt eben von ihrer eigenen Situation ab, wie viel sie vielleicht vorher verdient hat und so weiter und so fort. Oder wie viel ihr euch vielleicht auch leisten könnt, das spielt ja auch eine große Rolle damit hinein, also leisten könnt oder vielleicht leisten wollt. Ja, also wenn man mich jetzt fragen würde, ich würde das folgendermaßen machen, und zwar, wenn man zusammen wohnt und ihr schon die Miete und das Essen bezahlt, dann würde ich es so machen, dass die monatliche Zahlung dann, wenn man sich dazu entschlossen hat, eben geringer ausfällt, als wenn man jetzt zum Beispiel noch getrennt wohnen würde. Also ich habe mich vor dem Video hier natürlich auch mit einigen Frauen aus dem Bekanntenkreis unterhalten, in welcher Höhe der Freund oder Ehemann ihr eben eine monatliche Unterstützung bezahlt. Und da kamen also immer die Summen raus zwischen 5 und 15.000 Baht. Diese Summe resultiert natürlich daraus, so die 15.000 Baht, das ist hier ungefähr so ja, der grobe Durchschnittsverdienst, was die meisten Thailänder hier eben so im Monat verdienen. Das wären in Euro, sind das 5 bis 15.000 Baht, das sind also 125 bis 380 Euro, so nach dem jetzigen Wechselkurs. Natürlich gibt es da auch immer noch so ein paar, sage ich mal, Ausreißer oder Ausnahmen. Eine Frau, mit der ich gesprochen habe, die ist mit einem amerikanischen Rechtsanwalt hier eben zusammen. Der hat hier ein relativ großes Haus gebaut, wo sie jetzt drin wohnt. Er selbst ist in Amerika, arbeitet dort noch als Rechtsanwalt. Und laut ihren Aussagen bezahlt er ihr zusätzlich noch 30.000 Baht pro Monat als Unterstützung. Das sind also 750 Euro. Diese 30.000 Baht, was natürlich schon wirklich eine Stange Geld ist, hier für thailändische Verhältnisse vor allen Dingen. Ne? Das ist natürlich nicht die Regel und das ist natürlich schon wirklich sehr, sehr hoch hier. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, was man jetzt wirklich selbst für ein Einkommen hat und was man sich da eben auch bei erlauben kann. Ja, abschließend wäre dazu noch zu sagen, bereitet euch darauf vor, dass dieses Thema mit Sicherheit innerhalb von kürzester Zeit aufkommen wird, wie hoch denn die Unterstützung ist, die ihr ihr monatlich zuwenden könnt. Also das ist hier keine Seltenheit. Und wie ich zum Anfang des Videos schon gesagt habe, ist das natürlich nicht immer der Fall. Es gibt natürlich da auch Ausnahmen
und nicht jede Frau verlangt eine Unterstützung, die ihr monatlich hier zahlen müsst. Das ist auch ganz klar. Aber ich rede hier von der Masse und ja, leider ist das eben so. Ich freue mich jetzt auf die Kommentare, die ihr hier unter das Video schreibt. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst dann auch ein Like oder vielleicht sogar ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Bye bye. Ciao, ciao.